Willkommen zurück zu einer weiteren tödlichen Folge Resident Evil Village. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte absurde Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wenn ihr da draußen etwas gewinnen wollt und ein wenig supporten wollt, denkt daran, alle Informationen unter Folge Nummer 1 Bewertung dalassen und mit eurem Discord-Namen kommentieren. So, jetzt geht's weiter. Ein Klo. Ein Plumpsklo. Mit Chemie. Ein Chemieklo. Gut, ich denke mal, hier kommen wir nicht nochmal so schnell rein. Vielleicht irgendwann mal, wenn das Gebäude komplett abgebrannt ist. Aber Schraubenzieher. So. Damit hätten wir Teil 2 vom Dämonenfragment. Und wir hören Schüsse in der Ferne. Hallo? Ich meine, einer hat ja überlebt. Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war... Was war das? Tja, das war... Las Miranda den Sevilla. So viel zum Punkt. Einer hat ja überlebt. Der ist jetzt auch weg. Okay, hier drin ist nichts mehr von Wert für mich. Können wir die Leiche sehen? Alter, was hat sie denn mit dem gemacht? Der ist ja regelrecht explodiert. Und sein Gewehr ist auch verschwunden. Ich hatte Hoffnung, dass der vielleicht ein bisschen Munition liegen lässt. Er wäre schön gewesen. So ein kleines bisschen Munition hätte ich sofort mitgenommen. Okay, Mama Miranda. Der Schutzgeist des Dorfes hat sich anscheinend von den Bewohnern abgewandt. Und dass die nicht wissen, was hier los ist, glaube ich denen auch nicht. Denn wir wissen ja, dass sie Angst haben vor dem Schloss. Ja, das Klischee wird bedient. Das unheimliche Schloss, das über dem Dorf thront. Und dementsprechend denke ich schon, dass die wissen, was hier los ist. Ich meine, für was brauchen die sonst Schutz, ja? Für was brauchen die sonst Schutz? Und auch so Sachen wie, es hat mal wieder Vieh gerissen. Klar wussten die, was Phase ist. Definitiv. Schrott! Yes, Gewehrmunition. 8 Schuss, hey! Nicht übel. Nicht übel. Habe ich da eben gerade wieder das Rasseln gehört? Ist die Alte wieder im Dorf? Ah, ja, da ist sie. Die alte Hexe. Die alte Wursthexe ist wieder da. Okay, hier ist nur Mehl. Jede Menge Mehl. Der Tod. Ja. Der Tod findet sie alle. Naja, wenigstens hat einer Spaß, oder? Sehen wir es mal von der Seite. Wenigstens hat einer hier Spaß. Na, schau mal hier. Ich bin hier und da ist das Haus. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finden die 2 Relieffragmente. Eins in der Kirche, eins bei Lucias Haus. Und die haben wir. Wir haben sie beide. Ich will trotzdem mal gucken. Ich meine, den Schraubendreher haben wir auch noch, oder? Wichtiges Schätze. Moment, ist das verschwunden? Nach einmal verwenden? Weil sonst wäre ich nochmal da runtergegangen zu der Schublade. Aber anscheinend habe ich auch hier den Bolzenschneider verloren. Okay, das war wohl nur so ein Einwegschrauber. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz gucken, auf Nummer sicher. Aber ich glaube, nö. Nö. Wie gesagt, wir haben ein Messer. Das ist eine Holzschublade. Die bekommt man easy auf. Dafür braucht man kein Talent. Dafür braucht man auch keine übermenschlichen Kräfte. So, Dämonenfragment.
Einmal. Mit einer leichten Korrektur. Und dann hier die Jungfrau. Ah, perfekt. So, und hier war ja die Dorfdemo dann vorbei. Hier ging es nicht weiter. Und jetzt geht es für uns weiter. Nur Blut und Tod. Na dann. Nur Blut und Tod. Aber damit kennen wir uns aus. Blut und Tod ist mein Fachgebiet. Ich dachte eben gerade, man könnte irgendwas machen mit dem Seil. Weil wir wissen ja, gelb ist die Farbe, die immer alles so ein bisschen hervorhebt. Okay, wir haben 16 Schuss in der Knarre drin. Hätten wir speichern sollen? Von der anderen Seite verschlossen. Boah, die haben hier aber ganz schön gut Ernte. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Okay, was ist los mit Eve? Dass der Mann nicht stirbt. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch, dass man ihn nicht losgibt. Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd noch größer. Wäre. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf, vier, drei, zwei, eins, Showtime! Oh, verflucht, was für eine Freakshow! Verfluchter Mist! Kann ich blocken? Gut so, lauf um dein Leben! Ich hab wohl keine andere Wahl. Untersuchen, tritt einfach das Ding kaputt, die alten Gammelbretter hier. Weiter so, Ethan. Oh Mann, es gibt viele von denen.
Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Shit! Oh, verdammt, sind das viele. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Warte. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ha, geht doch nichts über frisches Hackfleisch. Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Was ist das für ein Spruch? Moment mal, haben die vielleicht Rose? Alter, das ist eine verdammte Freakshow. Eine riesige Vampir-Lady. Ein geisteskranker Typ, der mit Metall irgendwie Spielchen machen kann. Ein Fleischklumpen und eine Puppe und Mama Miranda. Das ist eine tolle Mischung. Und dazu, um das Ganze ein bisschen abzuwürzen, Werwölfe und Vampire. Verdammt, die Japaner haben es mal wieder geschafft. Okay, das ist ein Drecksfallenlabyrinth. Moment. Oh, ich habe meine Sachen noch. Warum habe ich meine Sachen noch? Ich meine, kamen die wirklich nicht auf die Idee, mir mein Zeug wegzunehmen? Idioten. Absolute Vollidioten. Also die haben den Tod verdient, wenn ich irgendwann mal mit denen fertig bin. Okay, kann ich jetzt hier ran? Können wir jetzt den Hebel endlich umlegen? Da stellt man sich doch direkt wieder die Frage, wer baut sowas? Boah, raus hier aus dem Höllenloch. Tja, man hat ja spekuliert, dass Heisenberg einer von den Guten ist. Einige haben sogar gesagt, das ist Wesker, was ich nie verstanden habe, wie die Leute auf die Idee gekommen sind. Und einige haben gesagt, was ist das bloß für ein kranker Ort, ja. Und einige haben gesagt, dieser riesige, flauschige Werwolf wäre wohl Heisenberg, wenn er sich verwandelt. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil A, der Hammer ist anders und B, hat man es ja gerade gesehen. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Okay. What do you selling? What do you buying? Welcome. Du willst dich nur umsehen, tu dir. Oho, endlich bekomme ich mal was Neues zu sehen. Okay, ich habe 800 Cash. Ankauf, Werkstatt, Waren. Werkstatt, 6000. Okay. Oh, der kauft ja wirklich alles. Der kauft ja wirklich alles, selbst die Mine. Moment, das Zeug hat Gewicht? Haben wir auch ein Gewichtsmanagement? Ich habe gerade aufgestockt. So, was kann man hier so kaufen? Man kann sich einen Zusatzkoffer holen. Also das erinnert schon ein bisschen an den Dude aus Resident Evil 4. Und einen gratis Dietrich. Okay, kostenlos. Kann ich mir leisten. Drauf, was? Ja. Neukunde. Aha. Limitiertes Objekt. Ach, das ist hier aus dem Vorbestellerkram. Feuerkraft 110. Okay. Albert Wesker. Also Albert Wesker existiert auch noch irgendwie hier in dieser Storyline. Nicht lebendig, weil er ist in Teil 5 gestorben. Aber das ist ja kein Reboot. Ganz wichtig, es ist kein Reboot. Zumindest hat man nie irgendwas von
Reboot gehört oder gelesen? Ah, die lassen wir mal hier drin. Obwohl, wann sehe ich den Typen wieder, ist halt die Frage. Wenn du willst, kann ich deine Waffen auf. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Kannst du laufen? Ich stelle mir die unweigerliche Frage, kannst du laufen? So, könnte ich eigentlich auch wieder zurück? Weinberge. Weil jetzt, wo ich halt so einen Dietrich habe, ne, hier wäre was mit dem Dietrich und irgendwo da hinten hat man doch auch mal was. Hat man nicht zwei Sachen mit Dietrich? Und die Gebäude sind rot. Ich würde jetzt mal so rein interpretieren, solange ein Gebäude rot ist, dass man noch irgendetwas machen oder finden kann. Jetzt mal so meine Theorie. Jetzt bin ich schon hier im Schloss. Aha. Gibt doch unterschiedliche Ebenen. Gut. Ladies. Mr. Winters ist nicht gestorben. Welcome to the family, son. Könnte Rose hier sein? Okay, Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. Miranda, Treffen mit Lady. Der Duke, Geschäftsgespräch. Okay, die handeln auch mit dem alten Duke. Dem wandelnden Menschenball. Mr. Blob. Okay, hier waren wir auch schon in der Demo. Nehmen. Oh, Geld. Geld ist gut. Bis jetzt habe ich noch nicht so wahnsinnig viel Geld gefunden. Wir wissen aber auch, dass die Gegner Gegenstände droppen, wie zum Beispiel diese Kristallschädel. Ach ja, und man kann die hier zerstören. Habe ich in der Demo nicht gemacht, weil ich mich halt einfach darauf konzentriert habe, so schnell wie möglich durchzukommen, ohne jetzt irgendwie Zeit zu verdudeln, wegen dieser Limitierung. Weil ich wollte halt auch nicht dann wichtige Demo-Story-Elemente versäumen. Das wäre mir dann, ja, ein paar Vasen nicht wert gewesen. Zumal du ja eh nichts mitnehmen kannst. Also da musste man jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gründlich spielen. Aber jetzt schon. Weil irgendjemand hat hier in den riesigen Vasen Kleingeld verteilt. Aha. Das Vampir-Folterschloss. Finde ich gut. Okay. Moment, was steht hier? Oh nein. Oh nein! Suchst du nach Rose? Ja. Männliches Blut. Mutter? Ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeigt mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter. Hm.
Nette Boobies. Oh Mann, Alter, das gibt's doch nicht. Ich meine, wir haben eben gerade so eine Sichel durch die Waden gehauen bekommen, wurden da noch ein paar Meter durch den Flur geschliffen. Also, der hält ja alles aus. Normalerweise wären wir durch. Jetzt machen wir hier den Jesus. Einfach, weil wir es können, weil wir Spaß haben im Schloss. Er hat das einfach durchgezogen. Na gut, die ist eh kaputt. Aber trotzdem. Die sind doch völlig krank. Oh geil, Wunder Wodka-Wasser. Die Sucht wird befriedigt. Und alles ist wieder gut. Na also. Ja, so schnell geht's. Kummer ist doch kein Problem. Weinglas. Können wir diesmal sogar mitnehmen. Ja, keine Ahnung. Ethan Winters. Auch seine Kommentare sind so ein bisschen witzig, oder? Die sind doch krank. Also. Weiß nicht. Soll das so sein? Resident Evil. Village. Die Komödie. Freigegeben ab 13 Jahren. So, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es kommt viel. Seid also auf jeden Fall hier mit dabei. Oh, ist das dunkel hier in der Ecke? Ist das dunkel hier in der Ecke? Und dafür, dass ich mich hier in die dunkle Ecke gewagt habe, bekomme ich gar nichts. Das ist ja aber auch ziemlich nett. Ja, also wie gesagt, es kommt viel. Seid dabei, wenn wir gemeinsam Resident Evil Village durchspielen. Denkt ans Gewinnspiel. Ich würde mich natürlich, wie immer, über eine kleine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute. Und... Tschüss!